So, jetzt wird's spannend. Der große Moment ist gekommen. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt. Hier, die ganze Mannschaft ist auf einer Reihe. Ist unglaublich. Reihenhaft, reihenhaft, Schauspieler, super. Meine Damen und Herren, ich darf jetzt. Meine Jacke ist auf. Ich muss mich jetzt schick machen. Jetzt kommt die Chefin. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie die Produzentin von Sturm der Liebe. Hier ist Bea Schmidt. Dass meine Schauspieler mal für mich aufstehen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das erleben darf. Oh. Ja, ich bin wahnsinnig glücklich zu sehen, wie viele Fans hier zu uns in die Bavaria Filmstadt gekommen sind. Das ist ein ganz tolles Erlebnis. Wir hatten vor einem Jahr, nee, das war am Anfang dieses Jahres, waren wir in Italien. Und da haben wir auch mal einen kleinen Fantag gemacht, klein in Anführungsstrichen. Und ich war damals so überrascht, wie positiv dieses Feedback von diesen tollen Zuschauern, von euch, in dem Fall waren es Italiener, auch für unsere Schauspieler zurückkam, dass ich mir gesagt habe, da waren wir nur mit einer kleinen Gruppe, das möchte ich mal meinen ganzen Schauspielern, allen meinen Schauspielern, die haben es verdient, das mal direkt zu spüren, wie begeistert ihr seid von Sturm der Liebe und euren Dank direkt an unsere Schauspieler, das müssen die mal erleben. Deswegen haben wir diesen Fantag veranstaltet. Ich bin mir sicher, dass sind nicht nur die Schauspieler dankbar, sondern die Fans sind es genauso. Das sieht man ja schon an der Anzahl, wie sie heute da sind und all die strahlenden Gesichter. Ich meine, was gibt Schöneres, als hier auf der Bühne zu stehen und euch allen ins Gesicht zu gucken. So, aber die sind natürlich auch gespannt, diese Gesichter. Die wollen jetzt endlich wissen, was in diesem Umschlag drin steht. Ich würde sagen, liebe Bea, wenn okay. Du möchtest, schreite. Ich werde das Geheimnis enthüllen. Ich möchte dazu kurz sagen, diese Entscheidung ich habe mich gerade noch mal schlau gemacht, sage und schreibe 50.000 Fans getroffen. In den letzten 4 Wochen konntet ihr alle per Internet euch an dieser Wahl beteiligen. Und ich sag mal, das repräsentativer kann man es eigentlich nicht machen. 50.000 Fans haben sich beteiligt und haben ihren liebsten, beliebtesten Schauspieler ausgewählt. Und der Gewinner? Der Gewinner ist Sepp Schauer! Lieber Sepp, ich kann nur noch dazu sagen, die Wahl war eindeutig. Es gab keinen Zweifel. Darf ich dir das überreichen als Erinnerung an diesen Tag? Das. Wahnsinn. Gratulation. Sepp, was sagst du dazu? Schön ist er. Also, schön ist er. Ich meine, wenn man so einen Preis kriegt, dann ist er immer schön, egal wie schön er wirklich ist. Aber es ist natürlich, es macht einen stolz, dass das anerkannt wird, was man alles tut. Aber es macht dann auch, wie soll ich sagen, bescheiden, wenn man merkt, was da von euch auf uns zurückbrandet. Und ich kann nur sagen, wir sind Fans von euch Fans. Danke, danke, danke für alles.
So, meine Damen und Herren, Wahnsinn. Gratulation an Sepp Schauer, der erste Gewinner des Fan Awards von Sturm der Liebe. So, jetzt kommt die Gewinnerin des Dirndl-Contests auf die Bühne und darf sich ihren ersten Preis abholen, nämlich ein Gruppenfoto mit dem gesamten Ensemble. Bitte rückt vielleicht ein bisschen zusammen. Ich weiß nicht, ob der Kameramann, der Fotograf, ob sie ein Weitwinkelobjektiv drauf haben.